Hallo da draußen. Seid ihr auch so große Fans von Filmen mit Ben Affleck, wie zum Beispiel Nachts im Museum? Die Filme gehören doch eindeutig mit zu den besten Komödien, die es gibt, oder? In seinem Privatleben ist momentan nicht ganz so lustig, wie es aussieht. Da kommt einiges Ernstes auf ihn zu. Aber Näheres dazu erfahrt ihr in diesem Video. Bei der Verleihung der Emmy Awards vor 2 Wochen in Los Angeles zeigte sich Affleck mit Lindsay Schulkus zum ersten Mal ganz offiziell in der Öffentlichkeit. Babygerüchte kursierten zu diesem Zeitpunkt bereits. Eine Bestätigung gab es nicht, doch nun sprechen neue Fotos Bände. Sichtlich in anderen Umständen schlenderte die TV-Produzentin aus Saturday Night Live nun durch New York. Lindsay ist schwanger, bestätigte ein bekannter Affleck dem Natural Enquirer. Und es war nicht geplant, aber beide freuen sich sehr. Für die 37-Jährige ist es das zweite Kind. Aus einer früheren Ehe hat sie noch eine 4-jährige Tochter. Ben hingegen hat 2 Töchter, die 11 und 8 Jahre alt sind, sowie einen Sohn, der 5 ist, mit noch Ehefrau Jennifer Garner. Im Juli 2015 hatte sich das Paar nach 10 Jahren Ehe getrennt. Erst in diesem Frühjahr reichte Garner die Scheidung ein und zog nach 2 Jahren Liebeswirrwarr endgültig einen Schlussstrich. Ob das Baby der Grund ist, weder von ihr noch von den werdenden Eltern gibt es bis jetzt eine Äußerung. Na dann mal ein herzliches Glückwunsch an die werdenden Eltern und da können wir wohl gespannt sein, wie es weitergeht. Sollte es was Neues zum Thema geben, werde ich euch auf jeden Fall auf diesem Kanal am Laufen halten. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video.